Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind angekommen in der Saison 2016-2017, beziehungsweise, naja, nicht in der Saison 2016-2017, sondern eher so, ja, am Transferperiodenstart. Wir versuchen zuallererst mal den Kollegen Hogan auszuleihen oder Haugan. Ich denke mal, er wird Haugan ausgesprochen, weil er ja nicht Franzose ist, sondern Norweger. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, den sollen wir auf jeden Fall holen, denn der ist ein krasses Talent und sowas mag ich ganz gerne, denn so ein krasses Talent ist bei Bielefeld definitiv sehr gut aufgehoben. Wir suchen des Weiteren Innenverteidiger, wie ihr hier bereits sehen könnt. Kopfballspezialist wäre ganz schön. 16 bis 22, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das so lasse oder ob ich den nochmal älter mache. Ne, 22, okay, von mir aus auch das. Natürlich gerade als Talent sehr gefragt. Christensen und Burner sind ansonsten unser Innenverteidiger-Duo und Hogan ist ja auch noch da, von daher haben wir da eigentlich relativ gute Spieler schon, wenn der denn kommen sollte. Des Weiteren suchen wir den Patrick Berg, der uns letztens ja auch vorgeschlagen wurde. Der ist eigentlich nicht ganz so stark wie der Hogan, deswegen beobachten wir den zwar, aber bei dem wird es wahrscheinlich dann eher keinen Transfer geben, auch wenn er den Link quasi perfekt machen würde. Er würde vom Innenverteidiger zum ZM, zum rechten Mittelfeldspieler, also quasi zu Bad Finne gehen, aber naja. So, wir versuchen des Weiteren Angelino zu bekommen. 850.000 bieten wir für den Kollegen von Manchester City. Linksverteidiger 69er Rating und natürlich auch ein ziemliches Talent, was sehr, sehr schön wäre, wenn wir den bekommen würden. Klostermann ist für uns zu teuer, das weiß ich so schon, aber gerade weil der Vertrag von Angelino ausläuft, ist das auf jeden Fall vielleicht gar nicht so eine unrealistische Option. Außerdem achten wir hier sowieso nicht so auf Realismus, sondern eher auf, darauf unseren Verein so ein bisschen aufzubauen. So, wir gucken mal so ein bisschen weiter, simulieren dann die ersten paar Tage und bekommen auch gleich mal 5 Nachrichten im Büro, weiter zu den Einladungen für das Turnier und dann nehmen wir natürlich das, was uns am meisten Geld gibt, und zwar das in Norwegen 3,8 Millionen, wären das nochmal ein zusätzliches Transferbudget, während wir momentan 5 Millionen haben. Sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben ein Transferangebot, was wir uns gleich angucken werden. Spieler mit Vorvertrag ist angekommen, das ist Martin, unser neuer Rechtsverteidiger. Und das Angebot haben wir für Wolfgang Hesel, da verlange ich mal von Werder Bremen, aber spaßeshalber 42 Millionen. Waldemar Anton, den sehen wir hier, 77 fairer Zweikampf, 74, ich glaube Grätsche war das, sieht sehr stark aus, 625.000 Marktwert, ist ein Talent von Hannover, deswegen vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, dass er ausgerechnet zu Bielefeld geht. Hashtag Fanfreundschaft, Hashtag relative Nähe zueinander von der geografischen Lage her. Und er ist zudem auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir gut bei uns vorstellen könnte, weil ist ja auch noch ein Innenverteidiger, den haben wir gerade noch gesucht als Ersatz und von daher warum eigentlich nicht. Des Weiteren gucken wir hier so ein bisschen rum wegen Keepern, aber das ist so eine gefährliche Situation, denn normalerweise haben wir da eigentlich schon ganz gut mit Hesel und ich würde nur einen wollen, der mich wirklich verbessert, beispielsweise ein Mitch Langerak mit 74, aber ob das wirklich der Fall sein wird, schauen wir einfach mal. Wir trainieren zunächst einmal, müssen die Trainings wieder neu einstellen, weil wir in der neuen Saison sind und dementsprechend nicht die Möglichkeit haben, einfach auf Y zu drücken. Gucken aber mal, gerade bei Iheanacho, Finn und Diersen sieht das gar nicht mal so schlecht aus, Andreas Christensen auch nicht und natürlich ja trainieren wir des Weiteren nochmal zu unserer Neuzugang. Der hat nämlich schon 9 Millionen Marktwert verloren. Obwohl wir einen ablösefrei bekommen haben, ist das natürlich nicht so schlimm. Aber schöner, wenn er Mehrwert ist. Das Training bei Finne ist mit dem F abgeschlossen. Ansonsten sind die Ergebnisse durchweg in Ordnung. Und wir haben wieder ein Angebot für Wolfgang Hesel. 2,3 Millionen ist aber deutlich zu wenig für unseren Keeper. Das Leihangebot von Haugan wurde angenommen von Majay. Beziehungsweise sie prüfen noch die Option, aber sieht anscheinend an sich ganz gut aus. City hat das Ganze abgelehnt, die Aktion mit Angelino, aber da bessern wir natürlich nochmal nach, denn den würde ich doch schon ganz gerne haben. Das nächste Training verläuft dann abgesehen von Matsu mit einem D sehr, sehr gut. A, B und C sind die Durchschnittsnoten, ist auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir das inakzeptable Angebot für Waldemar Anton, der möchten ganz gerne 750.000 haben. Ich biete 625.000, also genau den Marktwert für ihn. Der ist hier sogar mittlerweile schon eine Silberkarte. Mit 65, mit 19 geht das auf jeden Fall noch einigermaßen klar. Und wir haben von Stuttgart die Absage bekommen, die würden ihren Keeper ungern abgeben und dementsprechend versuche ich da gar nicht weiterzumachen. Onana wäre eine Möglichkeit als Keeper, ist aber ein bisschen zu jung und die entwickeln sich ja normalerweise erst später, deswegen werde ich da gar nicht erst anfragen, auch weil er erst ein 68er Rating hat und nicht die ganze mit 68er Keeper, der sich nicht entwickelt, rumlaufen möchte. Das Ganze mit Hogan hat funktioniert, genauso wie wir schon bei Christensen eine unfassbar geile Kaufoption hatten, haben wir die jetzt auch bei Hogan gehabt und kriegen es tatsächlich hin, den für eine Saison bzw. eine Kurzleihe auszuleihen, also bis zum Winter, und dann eine Kaufoption über 500.000 zu haben. Richtig geil dementsprechend. Chimopoulos oder Chimopoulos oder Chimulos oder wie auch immer der heißt. Ich habe es gerade nicht richtig gesehen hier. Chimopoulos. Keine Ahnung, wo der herkommt, keine Ahnung, wer das ist, aber wir haben ihn offenbar im Kader und können ihn auch anscheinend nicht loswerden. Ich weiß nicht, was das ist, aber keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. War der ausgeliehen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Der war einfach plötzlich da. Wie auch immer, wir stellen unsere Mannschaft auf für das erste Spiel der Saison, das erste Testspiel der Saison, und zwar gegen Sulte Waregem. Unter anderem spielen wir mit Jopek, unserem rückgekehrten Leihspieler, im zentral-offensiven Mittelfeld und packen auch nochmal sonst so ein bisschen Marzo beispielsweise auf Rechtsverteidigerposition und lassen mal so ein bisschen die Alternativspieler zum Einsatz kommen. Sieht ganz gut aus. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich.
Der European International Cup heute an der Crown Lane zwischen Bielefeld und Sulte-Wagerem. Das Ganze ausgetragen in Norwegen, die Deutschen gegen die Belgier. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Duell, der neue Aufsteiger in die Bundesliga gegen den momentanen Durchschnittsverein und Mittelfeldclub der Pro League in Belgien. Wir springen rein in die Partie und es gab gleich mal die ersten Angriffsbemühungen auf beiden Seiten. Die erste etwas gefährlichere gab es bei Bielefeld nach 23 Minuten. Das ist der Ball auf Tim Diersen und der schickt nochmal Kelechi Iheanacho, aber der verzieht deutlich. Der Nigerianer schafft es hier nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Trotzdem war Bielefeld das bessere Team und spielte weiter forsch nach vorne. Das ist der Ball auf Jopek. Der spielt erstmals wieder nach langer Zeit und nach seiner Rückkehr von der Leihe. Und das ist Lorenzen 1:0. Ganz, ganz bitter den Ball abklatschen lassen vom Keeper. Und dann ist der Top-Torjäger der vergangenen Zweitligasaison da und schiebt diesen Ball locker ein. Das war ganz, ganz schwach gemacht vom Keeper. Gar keine Frage, den muss er halten. Der Schuss von Jopek zwar stark, allerdings genau auf den Mann. Und den so abzuwehren ist alles andere als gut. Zweite Halbzeit von Wagerem kann nicht viel. Auf der anderen Seite kam deutlich mehr von Arminia Bielefeld, das ist Afane mit dem Flankenversuch, aber der ist momentan vielleicht mit dem Kopf woanders, soll eventuell Wechselgedanken geäußert haben. Man ist an Francisco Rodriguez dran, das war der beste Versuch von Sulte-Wagerem in der zweiten Halbzeit, 57. Minute da die Chance. Man ist an Francisco Rodriguez, dem Bruder von Ricardo Rodriguez von Wolfsburg dran, wenn Afane den Verein verlassen sollte. Hier rutscht Lorenzen mit dem Kopf am Ball vorbei, es kam Wagerem nochmal nach vorne, wir sind bereits in der Schlussphase, das ist Gauguin und der flankt in die Mitte, wunderbare Parade, aber ja, von Wolfgang Hesel und der verhindert hier den Ausgleich. Es war die letzte Aktion der Partie. Bielefeld gewinnt mit 1:0 gegen Wagerem. Ja, das war, denke ich mal, relativ souverän. Schönes Tor von Lorenzen, gut reingestochert, auch wenn das natürlich ein riesiger Torwartfehler war. Und auf der anderen Seite, ja, zweimal richtig geile Paraden von Hesel, die uns da den Sieg bescheren. Die nächste Partie geht dann gegen Vicenza, das ist ein italienischer Verein. Aber vorher haben wir erstmal das Angebot von uns für Hannover 96, also Hannover und unser Angebot für Waldemar Anton akzeptiert. Der wird Rotationsspieler für 4 Jahre, wenn es nach mir geht. Mal sehen, ob das funktioniert. Genua möchte ganz gerne Wolfgang Hesel haben. Ich erhöhe das Ganze auf 6,5 Millionen für unseren Keeper. Und ich denke mal, die werden das im Normalfall nicht bezahlen für einen 30-jährigen Deutschen Keeper, der gerade mal in der zweiten Liga überzeugt hat. Wir haben hier weiterhin ein paar Spieler, die ganz interessant sind. Nordfeld beispielsweise, aber unser Keeper ist eigentlich unser geringstes Problem. Wir haben eigentlich nirgendwo wirkliche Problembereiche, aber ich habe gerade schon gehört, die ganze Geschichte mit Francisco Rodriguez bzw. Amina Fahne. Ich werde mal gucken, ob ich da wieder so ein bisschen Realitätsbezug herstellen kann. Mache ich auch im 96-Karrieremodus, da beobachte ich zumindest mal Scholloy, Almeida und auch den Kollegen Marco Marin und bei Bielefeld will ich halt dementsprechend mal Francisco Rodriguez ins Auge fassen und schauen, ob wir da irgendwas machen können. Auch im Newcastle-Karrieremodus werde ich so ein bisschen auf die Realitätstransfers eingehen. Jonjo Shelvey, Saive sind ja gerade erst gekommen, Bentner ist im Gespräch, das wären auf jeden Fall Spieler, die mich interessieren. Ob das Ganze klappt, werden wir sehen in den nächsten Episoden. Zunächst einmal müssten wir unseren Kader noch mal ein bisschen aussetzen, den ehemaligen auf Transferliste, 28 Jahre, 65er Rating, ich denke mal, da wird nicht mehr viel nach vorne gehen. Ansonsten gucken wir nach, aber da ist nicht mehr viel, was wir so wirklich machen können und dementsprechend lassen wir das auch sein, abgesehen von Nöte, den wir auf der Transferliste setzen, weil der genau so alt ist wie Klose. Ich wusste gar nicht, dass Klose so jung ist und deswegen setzen wir natürlich den schlechteren Spieler auf die Liste und den ja quasi Routinier bei uns lassen wir in unserem Verein zumindest vorher. Das Transferangebot haben wir dann für Melvin Lorenzen allerdings nur über 1,1 Millionen, hat auch diesen Marktwert. Ich verstehe aber nicht, warum der absolut anscheinend nichts an Wert einbringen könnte. Wir hatten mal ein vernünftiges Angebot von Zürich hier, für Jesus, das wir auch ablehnen. Ich weiß nicht, warum tatsächlich alle glauben, sie können Lorenzen für so wenig bekommen. Ich mache ihn jetzt unverkäuflich und auch Hesel mache ich unverkäuflich. Normalerweise, er ist der Top-Torschütze gewesen. Also ich meine, gut, selbst wenn der Marktwert so ist, ein bisschen mehr sollte man verlangen können. Vielleicht im Winter oder in der nächsten Sommerpause mal sehen. Jetzt gehen wir erstmal ins zweite Spiel gegen Vicenza, gegen die Italiener. Ich wünsche euch viel Spaß und dann sehen wir uns danach nochmal ganz kurz wieder. Zweites Spiel des European International Cup Bielefeld nach dem Auftaktsieg gegen Sulte-Wagerem. Heute gegen die italienischen Vertreter aus Vicenza und natürlich wieder ein Duell auf ungefähre Augenhöhe. Vicenza immer noch in der Serie B angesiedelt, während Arminia Bielefeld den Aufstieg in die erste Bundesliga gepackt hat. Wolfgang Hesel, einer Leistungsträger der Zweitligasaison, die beste Defensive der gesamten zweiten Liga, sollte auch heute wieder stehen. Allerdings wurde die direkt mal unter Druck gesetzt, denn Vicenza spielt in der Anfangsphase deutlich besser nach vorne. Das ist der Ball in die Spitze gespielt auf Rajcevic und der legt nochmal ab auf Gagliarini und der Schussversuch aus der zweiten Reihe wird dann nicht gefährlich für das Tor von Hesel. Andere Seite versuchte es mal Bielefeld aus der Distanz mit Tim Diersen. 15. Minute, aber die Latte küsst dieser Ball nur und geht nicht in den Kasten rein. Schöner Versuch des ehemaligen Hannoveraners. Wir springen in Halbzeit 2, mehr passierte nicht. Klos mit dem Ball auf Iheanacho, aber es fehlte so ein bisschen an Präzision und Uneigennützigkeit war das Zauberwort, denn das war auf beiden Seiten hier viel zu sehr geprägt. Hier war es mal nicht uneigennützig, da hätte eventuell der Pass rüber besser funktioniert. So schießt der Akteur am Tor vorbei und auf der anderen Seite gab es die große Chance für Fabian
Klose in der 82. Minute irgendwas klar zu machen. Er zieht deutlich über den Kasten und das war fast schon die letzte Aktion. Vicenza kam nochmal in der 90. Minute nach vorne. Das ist Pozzi mit der Flanke auf Gagliarini, aber der köpft deutlich aus dem Tor vorbei aus 16 Meter und dementsprechend war das dann das Ende der Partie. Bielefeld, ja, steht momentan mit 4 Punkten sehr gut da in diesem European International Cup. Vicenza konnte über die gesamte Spielzeit nicht genug Druck ausbauen. Nach der ersten Chance der Partie haben sich weitestgehend zurückgezogen, aber auch Bielefeld nach dem Schuss von Diersen an die Latte war viel zu wenig aktiv in der Offensive. Es mag ja am heute sehr schwülen Wetter liegen hier in Norwegen, dass die beiden Teams nicht so agierten, wie sie es hätten können. Tim Diersen hatte die beste Chance, konnte sie nicht nutzen und dementsprechend trennen sich diese beiden Mannschaften, der deutsche Vertreter in diesem European International Cup und der italienische Zweitligist mit 0:0 vor ja, ungefähr 10.000 Zuschauern. Ja, schade. Hätte natürlich ein schönes Tor werden können von Diersen, aber ich denke mal auch so ist das Ergebnis okay. Mit 0:0 dürften wir weiter relativ gut dabei sein. Wir sind, glaube ich, auch Erster oder sowas. Also das läuft alles. Waldemar Anton hat uns Angebot akzeptiert. Der kommt also zu uns. 4.100 Gehalt, 4-Jahres-Vertrag. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben eine Neuverpflichtung und das ist, wie halt eben gesagt, Waldemar Anton, ich denke mal, das ist klar. Wir haben ja noch andere Spieler, Dodo beispielsweise, den ich überhaupt noch nicht kenne, 21 Jahre alt, spielt bei Bayern, das ist wahrscheinlich geglitscht oder sowas, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist auch ein Realitätentalent und ich weiß es einfach nur nicht. Wir bieten 1,1 Millionen, City möchte 2, Marktwert 1,4 und er ist nächsten Sommer ablösefrei, beziehungsweise der Vertrag läuft aus. Dementsprechend haben wir vielleicht Chancen, ihn zumindest für etwas mehr als 1 Million zu bekommen, wenn wir schon nicht deutlich unter Marktwert bleiben können. Ich bin gespannt. Wir gucken nochmal so ein bisschen rum, was die Außenverteidiger angeht, aber haben gerade auf der Rechtsverteidigerposition, wo wir ja so gesehen auch nicht so den riesigen Bedarf haben, abgesehen davon, dass wir halt ja, mit Florian Dick und Marzo zwei Spieler haben, die schon relativ alt sind und halt kein Talent. Und Dick, naja, geht so. Aber wir gucken einfach nochmal und warten ab. Vielleicht kommt ja nochmal irgendein rechtsverteidiger Talent. Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir davon irgendeinen holen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, weil ich Dick und Marzo halt nicht als Zukunfts-, ja, quasi Perspektivspieler sehe. Aber vielleicht holen wir doch noch Passlack. Schreibt mal in die Kommentare, was würdet ihr davon halten. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und wir trainieren dann nochmal unser Team. Christensen mit einem F, ansonsten gute Ergebnisse B und C. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Und ciao. Einen Daumen da oben da. Und ciao.